Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Ich glaube, der Champion könnte es sogar mit einem Soldat aufnehmen. Ein Gleichgesinnter. Oh. Ist was? Cloud! Hier warst du also! Tifa ist... Also... Alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Ja. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch... Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pickli-pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Ja? Oh. Ja? Okay, ich zieh dann mal ab. Na ja, du weißt schon, ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Hm. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst... wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Hör auf meinen Rat und geh. Huh? Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Da bin ich.
irgendwie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so bauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä? Hey, Kleine, das ist ja ein heißes Outfit. Oh, das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Oh, das ist ja ein hübsches Mädchen. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja? Sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anjan zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und, Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Nur wenn Künstler und Publikum eins sind, kann die Show wirklich gelingen. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, Sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird Sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Im Honigtöpfchen. Wie habe ich davon geträumt? Wir haben Sie schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon! Moment! Perfekt! Genau so! Wahnsinn! Perfekt! Genau so! Aber das kann doch nicht Ihr erstes Mal gewesen sein, oder?
bitte, der Herr. Hier geht es entlang. Cloud, schön, dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wie möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt? Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Mal sehen, ob du mithalten kannst.
Sehr schön. Wie ergreifend. Also gut. Ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Zauberhaft. Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Diese Drehungen, so anmutig und grazil. Du bist ja total aus dem Häuschen. Komm schon, nur ein Drink. Wundert dich das bei der Show? Quatschen wir noch ein bisschen. War das improvisiert? Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Oh. Cloud, das war wirklich beeindruckend. So elegant und wirklich. So schlaffend und so zart. Ich werde aus diesem Viertel nicht schlauer. Komm, nur noch ein Drink. So elegant und... Hör bitte auf. Kein Wort. Nur eins. Nein. Aber du bist so süß. Seht mal, diese wunderschöne Lady. Ich führe dich auch aus. Gut, dann lass uns nur. Und überall fühlt man sich, als könnte man ins Messer laufen. Sieht aus wie eine Königin. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Bin ich nur für ein Idiot? Boah! Kleine ist total mein Typ. So eine schöne Frau habe ich noch nie. Hey! Chocobo! Der beliebte Snack aus dem Schleich. Ich kann das nicht im Match kaum erwarten. Bist doch. Wir haben Empfehlungsschreiben von Madame M. und Anjan. Lässt du uns rein? Seid ihr euch sicher? Absolut. Ich hoffe, ihr bereut das nicht. Aber nicht doch. Na gut, dann rein mit euch. Ihr wollt zur Brautschau, richtig? Die Treppe rauf, das Zimmer ganz hinten. Keine Besichtigungstouren, kapiert, Mädels? Raufgehen, dann durch bis zum letzten Zimmer. Die Empfehlung von Madame M. Erste Sahne.
Hey, nicht anfassen! Die Empfehlung von Anjan, der hat Geschmack. Das Zimmer ist da hinten. Dalle! Ein seltsamer Geruch? Da wird einem ja ganz schwummrig von. Schlafgas! Schnell raus hier! Verdammt! Cloud! Mit euch hat er nicht gut? Ich bin unköstlich. Wir bringen euch jetzt mal zum Ruheraum. Da könnt ihr hübschen euch etwas erholen. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Wo bringt ihr uns hin? Vorsicht, passt auf, dass ihr nicht hinkommt. Etwas sagt er bitte. Hä? Bin ich doch mal. Die zwei sind Corneus-Gäste. Wenn denen was zusteht, macht der Hackfleisch aus uns. Das weiß ich doch selbst. Diesmal ist die Auswahl aber echt allererste Sahne, oder? Hey, geht es dir gut? Tifa! Ja? Alles okay? Ein Glück. Also... Bist du das etwa, Cloud? Wieso bist du geschminkt und dieses Kleid? Sag einfach nichts, es ging nicht anders. Bist du okay? Ja, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Tifa, nicht wahr? Hallo! Hallo. Mein Name ist Aris. Ich bin eine Freundin von Cloud. Wir sind hier, um dich zu retten, Tifa. Oh, vielen Dank. Reden können wir später. Erstmal raus. Hä? Hier ist's gefährlich. Nein, ich hab doch noch gar nichts rausgefunden. Hä? Weißt du, nachdem wir dich verloren hatten, waren in den Slums bei uns ein paar komische Typen. Ich habe nachgeforscht. Und bist auf Corneo gestoßen. Sie wollten Avalanche ausspionieren. Aber mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen will ich's aus Corneo quetschen. Tiefer! Wenn ich ihm gefalle und er mich auswählt, kann ich unter vier Augen mit ihm reden. Darauf habe ich's angelegt. Aber es gibt wohl drei Kandidatinnen. Heißt also, wenn ich gegen die anderen nicht gewinne, war das Ganze hier umsonst. Dann hat sich dein Problem ja erledigt. Die anderen beiden sind nämlich wir, nicht? Ja. Siehst du? Einer von uns macht also auf jeden Fall das Rennen. Naja, kann schon sein. Ob dich, mich oder Cloud... Wen er auch wählt, ist völlig egal. Aber Aris, ich will dich da wirklich nicht mit reinziehen. Gib's auf, die lässt sich eh nicht sagen. Klasse, Cloud. Du kennst mich ja schon richtig gut. Was passiert jetzt? Man wird uns sicher schon bald rufen. Ganz schön gruselig hier. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das ist euer Weckruf für die Brautschau. Hinter der Tür zu eurer Linken findet ihr eine Treppe. Wir sehen uns oben. Okay, es geht los. Was ist denn in dich gefahren?